Beim Fußball geht es um Teamgeist, um Fairplay, darum, als Mannschaft zu gewinnen. So wie sie es beim Verein Rot-Weiß Viktoria in Berlin heute der Kanzlerin eindrucksvoll zeigen. Kinderleicht ist das, will man meinen, doch auf Regierungsebene bei den Großen klappt das gerade so gar nicht. Beim Integrationsgipfel der Kanzlerin heute Nachmittag zeigt Minister Seehofer, der eigentlich für Integration zuständig ist, Merkel die rote Karte. Erscheint gar nicht. Ein böses Foul, das Merkel diplomatisch versucht zu umdribbeln. Wir haben ja viele Freiheiten in Deutschland. Und insofern ist es sicherlich bedauerlich, dass hier auch Gefühle geweckt wurden durch diesen Kommentar. Gemeint ist ihr Kommentar, der Journalistin Ferda Attermann. Merkel hat sie zum Integrationsgipfel eingeladen. In einem Zeitungsartikel hatte sie geschrieben, es ginge bei der deutschen Heimatdebatte um Blut und Boden. Seehofer fühlte sich gefault, in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt. Das, finde ich, ist eine ungerechte Einschätzung. Ich habe übrigens die Bundeskanzlerin schon lange, lange darüber informiert, dass dies mir einfach nicht zumutbar ist. Der Gipfel nicht zumutbar, weil sie da war und auf der abschließenden Pressekonferenz auftrat. Stolz präsentiert sie ein dickes Positionspapier der 50 Migrantenverbände mit einem kleinen Stolperer. Okay, für Sie. Seehofers Fernbleiben sieht sie eher als Eigentor. Der Heimatminister hat seine Prioritäten gesetzt und hat heute einen anderen Termin. Also das nehmen ich und nehmen wir, glaube ich, alle zur Kenntnis. Und vor allem geht es ja darum, dass 50 Migrantenorganisationen heute dabei waren und 100 Teilnehmende. Und es wäre schön gewesen, wenn wir gemeinsam über seine Themen mit seiner Zuständigkeit hätten diskutieren können. Unterdessen spielt Seehofer Doppelpass mit dem österreichischen Kanzler Kurz, einem erklärten Merkel-Kritiker in der Flüchtlingspolitik, und hört nur zu gern, was der zu sagen hat. Unserer Meinung nach braucht es im Kampf gegen illegale Migration eine Achse der Willigen, und wir sind froh, dass wir hier mit Ihnen als deutschem Innenminister einen starken Partner in diesem Kampf haben. 1:0 für Seehofer. Manche meinen, er habe unfair gespielt.